Sparen Sie sich Zeit beim Suchen und Recherchieren und durchstöbern Sie unsere ganzheitsmedizinische Datenbank mit der integrierten KI-Sana auf Wikisana. Liebe Freunde, herzlich willkommen bei der Sendung Die unsichtbaren Welten. Ich freue mich sehr, heute über ein ganz spezielles Thema sprechen zu können, über die Ankunft im Jenseits. Ihr werdet überrascht sein. Beim Thema jenseitige Welten habe ich die Freude, mit dir meine Erfahrungen, die ich durch meine Hellsichtigkeit gemacht habe, teilen zu können. Weißt du, wenn ich über jenseitige Welten und Abschied spreche und das mit einem liebevollen Lächeln tue, mit einer gewissen Leichtigkeit, dann liegt es eben daran, dass es für mich den Tod an sich in der Form nicht gibt, weil ich in meiner Hellsichtigkeit die unsterbliche Seele sehe, ihren Weg und auch den höheren Sinn in allem erkenne. Und das stimmt wahrlich das Herz froh. Das gibt einem große Gewissheit, Spiritualität gerade in diesen Lebensphasen. Natürlich in allen Lebensphasen ist eine große, große Stütze. Ich hoffe, dass meine Beobachtungen für dich auch eine große Kraft des Urvertrauens sein können. Für viele Menschen bedeutet der Tod in ihrer Vorstellung einfach Ende. Und das ist natürlich sehr traurig, weil dann ergibt ja die Erfahrung, die wir hier machen und auch unsere persönliche Entwicklung, die wir hier machen, gar keinen wirklichen Sinn. Und vor allen Dingen traurig ist es, weil wir ja dann keine Verbindung zu unseren Lieben, die bereits vorausgegangen sind, empfinden können. Und das macht natürlich einsam und verlassen. Ich habe dagegen eine ganz andere Erfahrung gemacht. Durch meine Hellsichtigkeit, Nahtoderfahrungen, Sterbebegleitungen, nämlich, dass der Tod im Diesseits Geburt im Jenseits bedeutet. Und auch im Jenseits hat die unsterbliche göttliche Seele durch ihre eigene Resonanz ihren eigenen freien Willen, also sich auch neu zu orientieren. Keiner bestimmt über uns im Jenseits, wohin wir gehören, sondern du begreifst stets den Geist, welchem du gleichst. Und so geschieht es, dass einige Seelen die Engel sofort erkennen und voller Vertrauen ihnen folgen, weil sie in ihrer Schwingung ihr entsprechen und anderen Seelen wiederum, obwohl die Engel immer da sind, sie nicht erkennen, weil sie diese Schwingung nicht fühlen können, anerkennen können und somit auch sich nicht darauf einlassen können. Wenn die Seele aus dem Körper sich hinaus geschwungen hat, wie ich im der letzten Sendung beschrieben habe, und der Körper mit dem letzten Atemzug Herzstillstand für immer eingeschlafen ist, macht die Seele den Schritt über die Schwelle in das Jenseits hinein. Und das ist ein Feld, welches ich eine neutrale Astralebene nenne, diese Himmelspforte sozusagen. Diese neutrale Astralebene, die auch in unserer Nähe um uns herum quasi als Parallelwelt ist, die kannst du dir vorstellen wie ein richtig dichter Nebel, wo du im dichten Nebel keine Orientierung hast in Form von Straßenschildern. Denn im Jenseits gibt es ja pure Schwingung und keine Form, keine Materie also.
Und die Orientierung im Jenseits passiert also durch deine eigene Resonanz. Und in welche Richtung es dich zieht, hinauf, in der neutralen Welt verbleibend, oder ist der Seele so schwermütig oder sogar aggressiv, in eine tiefere Schwingung hineinziehend, dir geschehe nach deinem Glauben. Normaler Weg einer Seele führt natürlich in den Aufstieg, in die himmlische Sphären hinein, über die ich bald berichten werde. Ein außergewöhnlicher Weg, nämlich der schweren Resonanz, führt in die tiefere Schwingung hinein. Ich beobachte oftmals Seelen, die in ihren Vorstellungen, die sie zu Lebzeiten hatten, einfach verharren. Dir geschehe nach deinem Glauben, dieser Satz gilt im Diesseits wie auch im Jenseits, denn er lebt ja in dir. Und davon resultiert deine Resonanz und deine Hingabe. Und so gibt es tatsächlich Seelen, die in ihrer Glaubensvorstellung, wenn sie gestorben sind in ihren physischen Körpern, aber im Jenseits dann ankommen, gar nicht merken, dass sie gestorben sind und gar nicht diese Selbstwahrnehmung haben und in dieser neutralen, passiven Emotion verharrt bleiben, in welcher sie gelebt haben, in welcher sie den letzten Atemzug vollzogen haben und so passiv in sich ausharren, zum Beispiel in ihren Wohnungen verbleiben. So spricht man ja auch sogar manchmal von sogenannten Spukgeistern, Schlossgeistern. Oder Seelen in ihrer Passivität, in ihrer Glaubensvorstellung einfach auf dem Friedhof bleiben, weil sie sich mit ihren Knochen identifizieren und nicht mit ihren Seelen, mit ihrer liebevollen Natur, mit dieser göttlichen Einheit sich nicht vertraut empfinden, sondern ihr Blick in ihrem Schwermut so nach unten gezogen wird, nach dem Motto, ich warte mal ab, was geschieht. Aber das Göttliche ist ja in dir. Du brauchst auf nichts zu warten. Du sollst erleuchten, aufleuchten und dich in die göttliche Natur orientieren. Du bist eine freie Seele. Und dir geschehe nach deinem Glauben ist wahrlich ein Satz wie ein Fels in der Brandung, hat seine Gültigkeit. Nun, auch diesen Seelen geht es ja nicht schlecht. Bitte versteht mich nicht falsch, ihr braucht euch um sie nicht zu sorgen. Das bedeutet einfach, so wie zu Lebzeiten du niemanden zu seinem Glück zwingen kannst, so auch im Jenseits nicht, braucht diese Seele einfach nur ihre Zeit, die nötig ist, damit sie sich erkennt, damit sie etwas begreift. Und was ist schon Zeit im Raume der Unendlichkeit? Jede Seele findet ihren Weg ins Licht, wenn sie so weit ist. Merke dir einfach, die Seele verbleibt einfach in der Emotion, in welcher sie den letzten Atemzug gemacht hat. Und wenn es so passiv ist, nach dem Motto, gleich sterbe ich und dann ist nichts, und bleibt in diesem Nichts, das ist auch nichts Schlimmes und auch nichts Böses. Alles braucht einfach seine Zeit. Und die Engel geben jeder Seele auch ihre Zeit. Niemand wird zu etwas gezwungen. Oftmals bekomme ich die Frage, ja, was passiert denn aber mit den Seelen von aggressiven Menschen oder gewalttätigen Diktatoren. Wir alle kommen geläutert in diese Welt hinein und durch unsere Prägungen, Traumata,
entsteht oftmals dann eine aggressive Resonanz im Leben heraus, denn Aggression ist die größte Form der Angst, wo das emotionale Herz zugeht, Empathie und Liebe einfach unterdrückt werden. Und es ist immer wichtig, sich in die Herzensweite zu entwickeln. Und wenn ein Mensch sich eher für die Angst bzw. Aggression entschieden hat und im Leben sehr viel Leid erzeugt hat, so bleibt er natürlich auch in diesem Welt- und Selbst- und Menschheitsbild auch im letzten Atemzug vorhanden und in dieser Emotion stehen, weil er glaubt ja nicht an das Licht, er spürt ja nicht die Liebe in dem Moment und hat eine sehr, sehr schwermütige Schwingung. Und eine schwermütige Schwingung ist ja tiefer, schwingender und es zieht ihn quasi im Energiefeld hinunter. Und du siehst, das jüngste Gericht, das sogenannte, findet in unserer Selbst statt. Niemand bestraft uns. Das ist unser eigenes Realitätsbild. Und die sogenannte Höhle ist nichts anderes als das Erstarren in einer negativen Emotion. Und so ziehen sich solche Aggressoren auch im Jenseits, in der unteren Astralwelt an. Und sie merken ja nicht, dass sie gestorben sind. Sie verspüren ja durch abwesenden Körper keinen Hunger, keinen Durst. Und sie sind in ihrer Emotion und bekämpfen sich weiter, bis sie obwohl die Engel da sind und in ihrer Engelsgeduld sie begleiten und auch ins Licht locken. Und irgendwann ist aber die Seele auch bereit für die Läuterung, vielleicht indem sie irgendwann doch das Gebet eines geliebten Menschen spürt und innehält oder sieht, dass eine andere Seele, mit der sie kämpft, nach oben schaut und ins Licht folgt und eine gute Energie beginnt wahrzunehmen. Mir fällt dabei eine besondere Erfahrung ein. Ich habe eine wunderschöne Reise durch asiatischen Raum mal gemacht. Und auf der Reise durch Japan sind wir auch Richtung China gefahren und waren auch in Taiwan. Und wir waren in einem ganz bestimmten Ort und unser Guide erzählte uns, welchen bedeutsamen Ort im Zweiten Weltkrieg dieser Ort gespielt hat, welche bedeutsame Kraft dieser Ort im Zweiten Weltkrieg gespielt hat. Und er führte uns in den Bunker. Ich wollte zunächst nicht dahin, aber ich bin in die Liebe gegangen und mit dem offenen Blick bin mitgekommen. Und im Bunker, ich fühlte mich in diesem Bunker, natürlich war er eng und kalt, aber viel eingeengter, als es in physischem Maße sein sollte. Und dabei habe ich keine Angst vor Enge, verstehe mich nicht falsch. Und ich fühlte mich wirklich so, als ob ich da gar nicht hindurchkommen kann. Und dann bin ich in die Hellsichtigkeit gegangen und ich habe gesehen, in diesem Bunker, junge Soldaten, die dort gekämpft haben und dort auch umgekommen sind im Zweiten Weltkrieg. Und nach so einer langen Zeit waren ihre Seelen in dieser neutralen Ebene immer noch vorhanden, weil sie sich in ihrer Furcht, in ihrer Todesangst mit diesem Ort identifizierten. Und natürlich nicht mit der Liebe, mit den Engeln, mit dem Licht, und diese Kraft gar nicht erkennen konnten. Und ich konnte gar nicht durch diesen Bunker hindurchgehen, weil ich hatte das Gefühl, für mich ist in meiner Hellsichtigkeit ist das alles so deutlich und real, wie ich auch so deutlich und real die physische Welt wahrnehme. Wenn ich da hindurchgegangen wäre, hätte ich das Gefühl, ich würde an deren Beine,
während sie da sitzen, rechts und links in der Reihe stoßen. Und dann habe ich ein Gebet gesprochen und sagte, liebe Seelen, eure Reise diesseits ist zu Ende gegangen. Schaut nach oben in das Licht und folgt den Engeln. Sorgt euch nicht. Ihr seid liebevoll und liebenswert. Und sie schauten ins Licht, denn die Seelen nehmen die Hilfe auch gerne an in den allermeisten Fällen und erkannten das Licht und innere Trauer und gleichzeitig innere Freude über das Licht und innere Trauer über diesen Krieg flossen ihnen, bildhaft gesprochen, die Tränen und sie fühlten sich berührt vom Licht und wurden vom Licht, erlaubten sich vom Licht aufgezogen zu fühlen, aufgenommen zu werden. Und es wurde wahrlich lichtvoller in diesem Bunker. Und auch mein Mann, der ja nicht hellsichtig ist, konnte richtig spüren, dass sich was verändert hat und meinte, Jana, was hast du gerade gemacht? Es ist irgendwie heller hier, als ob man Licht eingeschaltet hätte. Ich habe es ihm berichtet und dann sagte er, ja, das ist für mich nachvollziehbar. Ich kann richtig diese Gnade, diese Versöhnung, diese Demut spüren. Mit diesem Beispiel möchte ich sagen, jede Seele gehört ins Licht. Und in dieser jenseitigen Welt gibt es nichts Böses. Es sind nur die Menschen, die in ihrem freien Willen Böses imstande sind zu vollziehen. Auf die Frage, gibt es gefallene Engel, möchte ich dir sagen, natürlich nicht. Denn das Göttliche ist ja vollkommen und pure Allliebe. Die Engel haben mir dieses Bild von gefallenem Engel so erklärt, dass das Bild deiner eigenen Schwere ist, wenn du als Seele diese göttliche Einheit vergisst und dich einsam verlassen fühlst. Und deshalb bitte erinnere dich daran und spüre es. Du bist liebevoll und liebenswert, in göttlicher Einheit stets verbunden. Besinne dich auf die lichtvolle Erkenntnis im Diesseits, dieser Erläuterungsprozess der Liebe, den brauchst du auch im Jenseits. Möge es die Liebe sein, die deine Welt zusammenhält, im Diesseits und im Jenseits, aus diesem liebevollen Charakter heraus, aus dieser Entscheidung hin zur Liebe heraus, lebt es sich natürlich viel, viel einfacher. Und selbst wenn du die Engel im Diesseits nicht siehst, doch du spürst sie, sie sind immer da. Sie sind auch im Jenseits da, mit jeder einzelnen Seele, in ihrer Engelsgeduld. Und aus diesem Grunde möchte ich dir in der nächsten Sendung über das Thema Gott und die Engel berichten, hinein ins Licht. Also, sorge dich nicht. Liebe dich.